So. Quietsch, quietsch. Ping, pong. Ja. Du kaputt. Du kaputt. Gleich 25.000 Gold. Komm schon, gib mir ein Hühnchen aus einer Liane. Stell dich doch nicht so quer. Du weißt, du wirst sterben. Ist nur eine Frage von Zeit. Ja. Wir sind Barbar. Wir one-hitten keine kopflosen Pferde. So. Ein Schleim. Wie schön. Zing, zing. Und Hühnchen. Wir mausern uns. Ja, okay, die kann ich nicht töten. Und noch ein Hühnchen. Leute. Noch ein Hühnchen. Ich glaube, wir werden es mit diesem Barbaren schaffen. Letzten Boss umgebracht. Gesamten Dungeon gecleared. Und dann noch den Endboss. Nein, das wäre echt nicht. Das wäre... Nee. Aber ja, auf einem sehr guten Weg. Wir dürften jetzt schon gut vorbereitet sein. Obwohl, warte mal. Das erste Mal haben wir den Boss umgebracht gehabt mit Level 110. 120 rum. Ist noch eine Ecke hin, wenn ich so oben links mal hinschiele. So. Ist falsche Richtung. So. Du bist komisch. Du bist tot. Und du triffst uns. Was haben wir hier? Noch mehr Gold. 27.000. Komm schon. Hühnchen. Mana ist auch gut. Wald ist noch nicht fertig. Nee, nicht hier lang. Erstmal links, dann oben und tierisch zickzack laufen. Und Hühnchen. Wow, wir müssen ganz schön zickzack laufen, um da oben rechts im Wald weiterzumachen. Na gut. Hilft nix. Wow. So. Hier jetzt rechts, richtig? Ja. Zweimal nach rechts und dann haben wir zwei Ausgänge. Das hier oben links wird eh eine Sackgasse sein. Komm, stirb, genau. Oh. Oh. So, kaputt Nummer 1. Kaputt Nummer 2. Kaputt Nummer 3. Noch mehr Gold. 280. So, nur nach rechts geht's weiter. Oh, den können wir killen. Woher wusstest du, dass ich da hin will? Au. Sehr schön. Au. So, ihr seid gefährlich, aber machbar. Und Schleimi. Schön viele Lebenspunkte. 233 von 265. Damit sind wir jetzt über 50%. Sehr geil. Wir hatten nur noch, wie viele Lebenspunkte? 13? Oh, und ich habe einen Wolf umgebracht, um getroffen zu werden. Ganz stolz. Und gleich noch einen. Werde ich ja bald wieder meinem Titel gerecht. Gerugon Welpenschlechter. Zing. Yeah, nein. Schöne Alternative. Was haben wir hier? Ein Buch lesen. Also die Wahl für den Barbaren zwischen einem Raum voller Stacheln und einem Raum voller Stacheln und einem Räumen und einem Buch. Viel auf das Buch. Oh. So, irgendwo ist noch ein grüner Magier, nämlich da. Kiste meins. So. Wo hat's da gerade Klack gemacht? Achso, das war das grüne Ding. Das sind ganz schön viele Pferde hier. Oh, und ein Auge. Oh, oh, der Raum ist ja ganz schön groß. Oh. So. So, zehn. Noch mehr Pferde.
hier oben ist gar nichts außer eine Straßenlaterne. Oh! Eine Straßenlaterne mit einer Keule drin. Sehr gut. Weg. Weg. Alle, hopp. So, das Einzige, was im Wald noch fehlt, ist hier runter. Und was auch immer für Räume da links kommen, wo wir gerade vorbeigefallen sind. Also, da. Und hier ist gar nichts. Oh, 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 au. Oh. Damit, wenn ich mich... Ah doch. Natürlich ist da noch ein Weg. Oh. Aber echt nur noch einer, wenn ich mich verguckt habe. Also hier runter, da runter, da runter, da runter. Nicht durch den Höllenraum. Sondern hier einfach nur rechts. Auge. Oh. Oh, hey. So ist das nicht geplant gewesen. Dafür will ich ein Hühnchen haben. Danke. Oh, da ist irgendwo noch ein Auge. Okay. Zing. Und noch ein Hühnchen. Ach ja, ich liebe diesen Run. Und... Oh. Hey, und... Hey, und... Hey, und... Mitnehmen. So. Kein Hühnchen. Ja, nee. So. Jetzt ist aber der Wald vollkommen leer. Was ist mit dem ersten Bereich? Im ersten Bereich fehlt ganz links noch ein Raum. Und dann haben wir immer noch den Maya-Turm und die Hölle. Wobei Maya und Hölle halt auch schwerer sind als der Wald. Das heißt, das könnte echt ein Problem werden. Aber ja, Schritt für Schritt, wir gehen jetzt erst einmal zum nächstbesten Teleporter. Dazu müssen wir hier zurücklangen. Hier war falsch. Oh. Noch ein paar Lebenspunkte abstauben, sehr schön. Hier waren die Schleime drin, genau. Hier war einfach nur ein sehr großer Raum mit ganz vielen Gegnern. Dash, 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 pew, dash, dash. So. Teleporter zum... Hier ist fast schneller. Oh, ich wollte nicht in die Hölle. Danke. Also, hier nach oben. Warum haben wir da eigentlich eine Truhe liegen lassen? Okay. So, du bist keiner. Nee. So, und zwar hier oben links ist noch ein Raum. Und danach hätten wir auch das erste Gebiet geklärt. Oh, hier sind noch Gegner. Sehr schön. Alles Lebenspunkte. Zing. 30.000, 60 Gold. So, Karte gucken. Erstes Gebiet geklärt. Wald geklärt. Dann gehen wir doch mal einfach nach rechts weiter. Und dann zum Maya-Turm. Sehr schön. Beim Maya-Turm müssen wir halt wesentlich mehr aufpassen. Aber das kriegen wir schnell hin. Oh, Stacheln. Ah, warte mal, da unten war noch Fässer. Da könnte was drin sein, war aber nicht. So. Maya. Links rum. Au. 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 Hier steht er echt ungünstig. Au. Hey, warum erwischst du mich da? Was zur Hölle? Du piekst mich aus der Luft raus. Garstige Biester. Na gut. Und nicht anstürmen, so. Au. Ah.
Ja, nee, ich habe ein schlechtes Gefühl bei dem Clearen des ganzen Dungeons mit dem Barbaren. Er macht einfach zu wenig Schaden. Wir brauchen unbedingt ein neues Schwert. Das ist schon ganz schön lange her. Ah, den Bossraum haben wir noch gar nicht freigeschaltet gehabt. Okay. Umso besser. Hühnchen. Maja, sind wir auch fast durch. Also ich sehe nur noch zwei Ecken, wo es weitergeht. Das eine ist hier über uns quasi. Also hier einmal rum. So. Ah, 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 ah. Mist. So, einer tot. Zwei tot. Das sind ganz schön viele von diesen Scheißdiesern. So. Mann, Mann, Mann. Okay, hätten wir auch geschafft. Sehr gut. Okay, es gab nur noch zwei Wege, die man gehen könnte, aber die Wege führen zu ganz schön langen Korridoren mit ganz vielen Räumen. Oh. Und da oben ist ein Dumbass. Nicht so wirklich motiviert, ihn zu befreien. Ja, bei dir geht's nicht anders. So, komm hoch. Wow. Du hältst ganz schön was aus. Sehr schön. So. Den lasse ich da oben. Das ist die Mühe nicht wert. Ich werde bestimmt von irgendeinem Schneeball dann getroffen. Nö. Nö. Nö, 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 nö. Das ist schon eher unsere Tragenweite. 33.200. Ich werde so genial einkaufen können hier nach. Angriffskraft, 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 Angriffskraft. Oder so ähnlich. Runter. Oh, warte mal. Links rum. Wobei das mit der Angriffskraft, Angriffskraft, Angriffskraft eine echt gute Idee ist. Denn für den... Oh, du schummelst wieder. Mist. Denn für den New Game Plus brauchen wir auf jeden Fall jede Menge Angriffskraft. Keinen Schaden nehmen. Nein! Au. Oh. Hätte klappen können. Hat's aber nicht. So, was haben wir noch? Ganz rechts ist noch Raum. Hier richtig? Ja. Wusch. 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 Oh, Stauraum. Hier ist falsch. Wir müssen nach unten und rechts lang. Doom? Nein, kein Doom. Ja, und das ist jetzt hier schon so anstrengend. Die Hölle vollkommen clear zu bekommen, wird dann nochmal einen Zacken schwerer. Stacheln überall. Oben links. Ja. Oben links. Komm schon, Hühnchen. Ein ziemlich großer Raum. Oh. Ja. Ja. So. Oh, hier ist gar nichts mehr. Okay. Alles mit. Maja ist fertig. Sehr schön. Okay, runter. Wo auch immer der nächste Teleporter war. Ich glaube, der war eine ganze Ecke weit weg. Oh, na gut. Zing. So. Ja, ganze Weile links gehen. Schwupp, schwupp, schwupp. Dafür haben wir ja Dash. Geht schneller. Zing, zing, zing. Ja, nicht in die Stacheln. Hölle hatten wir aber auch schon ein bisschen aufgeräumt.
So viel müsste da nicht mehr sein. Da ist schon mal ein Raum. Direkt unter dem Eingangsbereich. Hier irgendwo. Da. Ganz viele Augen. Ja, nee. So, es waren schon ein paar weniger jetzt. Jo, das war jetzt der schwerste Teil von dem Raum. Weil vier Augen, die schießen, die können ganz schön viel Platz blockieren mit ihren Projektilen. Oh, und das war der Raum, der uns letztes Mal 50% der Lebenspunkte abgezogen hat. Gegen den drei Magiern. Nur waren es da drei Feuermagier und nicht drei komische Grüne. Und ein Skyhelm. Ja, schön. Enthusiasmus und Uah. Oh. Kaputt. Ein Tagebucheintrag. Nummer 20. Und Dunkelheit. Klar. Mhm. Noch ein Tagebuch. Ich habe den Dungeon Master umgebracht. Ich muss nur den Thronsaum betreten. Mhm. Moment mal. Wer war für Johannes eigentlich der Dungeon Master? Also der... Ach, gab's gar keinen. Stimmt. Er hat den Saal betreten und es war niemand da. Kein Johannes. Keine Fontäne. Kein... gar nix. Also die Fontäne war da, aber sie war nicht ein gepanzerter Typ, der ihn umbringen wollte. So. Die Pferde werden mich umbringen. Da sind zwei Kisten drin. Wow. Na gut, ich muss mich kurz töten. So, jetzt die Pferde. Au. Ich wollte sagen, so gut es geht ignorieren, aber nein. Aber es war verdammt, verdammt knapp. Und ich will jetzt gerne wissen, wie weit die Gegner kommen. Ich würde gerne den Text da ausblenden, wenn das irgendwie geht. Also A ist, um weiterzumachen. Ich drücke mal X. X macht auch weiter. Aber ja, ein sehr, sehr cooler Run. Ich bin versucht, das gelten zu lassen, als wir haben die ganzen Dungeon Gear. Aber bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wir könnten das Ganze einfach nochmal machen mit dem Paladin. Dadurch eine ganze Menge Gold farmen und vielleicht gibt es ja auch irgendeinen Erfolg, wenn man wirklich jeden Gegner in dem Dungeon umgebracht hat oder jeden Raum entdeckt oder sowas in der Richtung halt. Das muss ich immer noch überlegen. Also dann, bis gleich.